9 Landesverbände schicken ihre besten Schwimmer ins Rennen. Eine Zusammenkunft, die den neuen Ländervergleich zu einem fesselnden Abenteuer der Emotion macht. Ich finde es richtig schön, weil ich war noch nie beim neuen Ländervergleich. Ich finde es cool. Man hat nicht immer dieselben Konkurrenzen. Diese Exzellenz wird in der Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark erlebbar, wenn Sportler der Jahrgänge 2010 bis 2014 in mitreißenden Rennen um Medaillen und Pokale kämpfen. Ich war selber mal Leistungssportler und ich weiß, mal so eine Becken hier, wo sie drin schwimmen, das ist was ganz Besonderes. So, also man kann ja überall in Schwimmbecken fahren, aber hier in Berlin, in der Halle, einzigartig. Hier ragen besonders 3 Athletinnen heraus. Annika Groche, Alisa Pitulko und Jolene Abumafus sind die stolzen Repräsentantinnen der Hauptstadt. Diese talentierten Schwimmerinnen überzeugen nicht nur auf regionaler Ebene, sondern nehmen den Neun-Länder-Vergleich erstmals als Bühne, um ihre Fähigkeiten auf nationalem Parkett zu demonstrieren. So sichert sich Jolene über 50 Meter Schmetterling Silber. Ich freue mich, dass man andere Sportler von anderen Bundesländern kennenlernt und sieht, wie die Kinder dort schwimmen. Stolzer Gewinner des neuen Ländervergleichs ist der Landesverband aus Berlin. Die Schwimmer zeigen die wahre Größe des Sports, aber auch die unvergleichliche Energie, die entsteht, wenn die Besten gegen die Besten antreten.